Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute packen wir mal auf ganz entspannt das neue iPad 9 aus und schauen uns an, wieso dieses Tablet trotz der wenigen Upgrades, die es bekommen hat, wahrscheinlich immer noch eines der spannendsten iPads im Lineup ist. Viel Spaß! Ich habe es schon bei meinem iPad Mini Unboxing angesprochen, aber auch beim iPad 9 fällt mir hier direkt wieder auf, dass die Verpackung hier mit so einer Folie umzogen ist. Schade aus dem Gesichtspunkt, dass Apple ja bei den iPhones schon auf eine plastikfreie Verpackung umgestiegen ist und dieser Move scheinbar bei den Tablets noch nicht angekommen ist. Aber auch gut aus dem Punkt, dass ich seit Jahren endlich mal wieder mein Unboxing-Messer in einem Unboxing benutzen kann. Denn hier kommt man nur rein, wenn man in der Seite einfach mal so ein bisschen aufschneidet. So, ich öffne das Ganze jetzt mal hier. So, es ist ja auch ein schönes Erlebnis, so eine Folie abzuziehen, so ist es ja nicht. Und dann kann ich hier mal den Deckel langsam anheben. Und wir sehen auch hier wenigstens ein in Papier ummanteltes iPad. Weiter in der Verpackung gibt es nicht sonderlich viel Interessantes. Wir haben hier einmal den Aufladebrick von Apple mit USB-C und 20 Watt. Dazu gibt es hier ein USB-C auf leider immer noch Lightning-Kabel. Finde ich sehr schade, gerade bei den iPads ist es so eine Sache. USB-C hilft ja auch viel dabei, große Dateien von Kameras und sowas zu übertragen. Das ist über Lightning ein bisschen langsamer. Aber gut, wir reden hier über einen Einsteiger-iPad, dazu gleich mehr. So, ich packe den Rest mal hier zur Seite, denn wir wollen uns ja eigentlich das Tablet selbst anschauen. Das ist hier, wie gesagt, nochmal in Papier. So, das ziehe ich jetzt hier einmal auf. So, einmal alles zur Seite. Und wie ihr seht, seht ihr ein iPad, das ziemlich genau so aussieht wie das iPad aus dem letzten Jahr. Ich habe es hier einfach mal mitgebracht und ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich sie selber nicht verwechsel. Aber das hier ist das iPad 8 und das hier ist das iPad 9. Fällt euch irgendwas auf? Also mir nicht, es sieht genau gleich aus und ich denke, das ist mit Absicht so. Die Sache ist nämlich die, zusätzlich zum normalen iPad-Lineup, das vom iPad Mini über das iPad Air bis zu den iPad Pros hochreicht, hat Apple jetzt schon seit Jahren immer noch mal zusätzlich ein normales iPad, das dann einfach iPad heißt im Angebot, das ein älteres Gehäuse verwendet mit neueren Komponenten, um Leuten auch irgendwo eine günstigere Einstiegsmöglichkeit ins iPad-Lineup zu geben. Das war im letzten Jahr das iPad 8 und das ist dieses Jahr das iPad 9 und scheinbar hat sich an der Strategie und somit auch am Design nichts geändert. Aber was hat sich denn dann getan? Warum ist das Gerät hier ein iPad 8, ja, und das Gerät hier ein iPad 9, irgendwas muss sich da ja getan haben. Und ja, hat es sich auch. Allerdings kann man das von außen nicht sehen, deswegen würde ich vorschlagen, richte ich das Gerät jetzt hier erstmal noch einen kurzen Moment ein, damit wir auch das Display anschalten und uns die ganzen Unterschiede anschauen können. Und seht ihr sie jetzt, die ganzen großartigen Unterschiede? Nein? Ja gut, dann muss ich sie euch wahrscheinlich zeigen, denn sehen kann man sie tatsächlich auch einfach immer noch nicht. Änderung Nummer 1, eine sehr kleine Sache, die ich persönlich aber sehr wichtig finde. Der Speicher in der Basiskonfiguration hat sich verdoppelt. Während man beim iPad 8 noch 32 GB für den Einstiegspreis bekommen hat, bekommt man für denselben Preis beim iPad 9 jetzt 64 GB. Immer noch ein bisschen wenig Speicher, aber nicht so katastrophal wenig wie 32 GB. Ich habe das Gefühl, dass gerade im Jahr 2021 32 GB wirklich so eine Größe sind, wo man jemanden fast unfreiwillig foltert, sage ich mal. Also das sollte echt niemand benutzen müssen. 64 ist dahingegen schon ein bisschen besser, ist aushaltbar, ist okay, wenn man da nichts groß drauf installieren will, sondern nur Office, Websurfing, dies, das macht, dann ist das in Ordnung. Also ja,
Danke dafür. Die zweite Sache befindet sich hier oben. Man kann das nicht wirklich gut erkennen, selbst wenn ich es hier irgendwie mal versuche in die Kamera zu halten. Aber dieses kleine Selfie-Kamera-Loch hier oben ist ein bisschen größer geworden. Und das hat den Hintergrund, dass auch die Kamera besser geworden ist. Denn im iPad 9 steckt jetzt dasselbe Frontkamera-Modul wie in den iPad Pros und auch dem neuen iPad Mini. Das ist ein weitwinkligerer Sensor, der diese Verfolgefunktion unterstützt. Das kann ich jetzt nicht groß demonstrieren, ohne jemanden anzurufen, aber was ihr definitiv schon mal sehen könnt, wenn ich hier mal auf die Selfie-Kameras wechsle, ja, das Bild ist, wenn man rauszoomt, deutlich weitwinkliger beim neuen iPad. Das alte iPad konnte das nicht. Und auch wenn man reingecroppt sich das Bild anschaut, ist die Qualität definitiv besser geworden. Das nächste Feature ist das Display. Das ist an sich zwar immer noch dasselbe Panel, es hat keine höhere Auflösung oder keine höhere Helligkeit, aber eine neue Anzeigemöglichkeit, und zwar True Tone. Wenn ich jetzt hier einfach mal auf Anzeige und Helligkeit gehe, dann seht ihr, beim alten iPad hatte ich hier keine Möglichkeit, irgendwie True Tone an- oder auszuschalten. Beim neuen iPad geht das jetzt hier. Was ist True Tone für diejenigen, die das Feature nicht kennen? Naja, der Weißabgleich vom iPad passt sich darüber dem Umgebungslicht an. Das heißt, wenn ihr in einem Raum mit wärmerem Licht seid, wird auch das iPad-Display wärmer. Und wenn ihr irgendwie an helllichten Tag draußen unterwegs seid, ist es genauso kühl, wie es sein sollte. Das ist sehr angenehm, weil sich das menschliche Auge nun mal auch die ganze Zeit an neue Umgebungen gewöhnt. Und wenn da die Displays nicht mitmachen, dann fällt es schon ein bisschen negativ auf. Der vierte und letzte große Unterschied liegt aber hinter dem Display, und zwar ist es der Prozessor. Während wir hier im iPad 8 noch einen A12 drin hatten, bekommt man jetzt beim iPad 9 einen A13 Chip. Das sind jetzt keine Welten, nichtsdestotrotz können wir hier mal eine kurze Runde Geekbench starten. Ich weiß, Benchmark-Ergebnisse sind nicht unbedingt immer repräsentativ für das, was man im Alltag dann mit dem Gerät erleben wird, aber wir können ja mal gucken, wie viel mehr Power man bei dem neuen iPad bekommt. Das ist schon interessant, oder? Von 1100 auf 1300 im Single-Core-CPU-Test, von 2400 auf 3100 im Multicore-Test. Das ist definitiv eine Verbesserung, zu der ich nicht Nein sagen würde, zumal der Abstand dadurch zu den anderen iPads ja auch noch mal ein bisschen geschlossen wird. Ich habe hier mal noch das iPad Mini mit dem A15-Prozessor am Start und das iPad Pro mit dem M1-Prozessor, und da sieht man, wenn man die Zahlen mal so ein bisschen vergleicht, dass da schon noch mal auch ein bisschen Abstand ist. Also ein Multicore-Score hier von den 3100 auf 4500 zum iPad Mini hin, was ja das nächst günstigere iPad ist, sag ich mal, das ist schon noch mal ein Unterschied. Und dann 7235 beim M1, also das ist ja fast schon unnötig schnell. Man kann sich ja aber auch mal anschauen, wie die Grafikperformance so ist. Das hatte ich jetzt hier gerade auch schon mal vorbereitet. So, dann gehen wir hier mal auf alle Ergebnisse drauf. Ja, von 5000 im alten iPad 8 zu 7200 im neuen iPad 9. Das ist schon mal stabil, aber 13.000 beim A15 und 22.500 beim M1. Das ist nochmal eine ganz andere Liga. Ich möchte aber auch an der Stelle nochmal ausdrücklich erwähnen, dass solche Geekbench-Tests jetzt nicht unbedingt aussagekräftig dafür sind, wie entspannt sich so ein Gerät im Alltag nutzen lässt. Gerade bei iPads ist es nämlich so, dass auch der A12 auf dem iPad 8 schon definitiv iPadOS sehr entspannt im Griff hatte und die meisten Programme und Anwendungen, die man so auf einem iPad irgendwie durchziehen will, können ganz entspannt mit dem A12 befeuert werden. Natürlich, gerade wenn es in solche Richtungen geht, wie Videoschnitt oder Bildbearbeitung mit ganz vielen Ebenen, da macht es definitiv Sinn, auch mehr Leistung mit an Bord zu haben. Aber ich würde es eher so einordnen, dass das iPad 9 jetzt halt eben up-to-date gebracht wurde. Ja, wir sind auf dem 2021er Stand, auf dem sich so ein günstiges iPad bewegen soll. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch eine Frage klären, oder? Und zwar, für wen ist das iPad 9
das richtige iPad. Das iPad 8 kann ich dafür hier einfach mal vom Tisch verbannen. Das brauchen wir nicht mehr. Das wird auch generell eigentlich nicht mehr verkauft. Das heißt, es gibt jetzt im iPad-Lineup hier einmal ganz unten für 379 Euro das iPad 9. Dann haben wir hier für 550, also fast 200 Euro mehr, dann das iPad Mini. Dann kommt hier das iPad Air einmal noch dazu. Das wäre dann die nächste Stufe für nochmal 100 Euro mehr. Und dann geht es in die iPad Pro Richtung. Ich glaube, die ist für die Leute, die sich fürs iPad 9 interessieren, sowieso relevant. Das heißt, ich packe die mal zur Seite. Das sind so die drei Tablets, die uns interessieren. Und ich sag mal so, das Ding hier ist mit Abstand das günstigste iPad hier auf dem Tisch und das hat definitiv auch seine Gründe. Also man bekommt hier ja an sich auch definitiv weniger. Alleine wenn man sich die Dinger mal von oben anschaut, diese Displayränder so, das sieht nicht mehr modern aus und das ist auch nicht mehr modern. Ich meine, klar, wir haben halt hier irgendwie Touch-ID mit dem Daumen, bei den anderen beiden hier Touch-ID mit dem Finger, das macht jetzt nicht so den großen Unterschied, aber auch solche Sachen wie USB-C oder die besseren Stereo-Lautsprecher, die man dann hier bei den besseren iPads bekommt. Das ist schon definitiv ein relevanter Punkt. Auch Zubehör wird bei den teureren iPads besser unterstützt. Wenn man sich mal solche Sachen wie den Apple Pencil anschaut, der kann ja hier beim iPad Air ganz entspannt an die Seite dran magnetisiert werden. Beim iPad Mini jetzt mittlerweile ja auch. Nur, ja, beim iPad 9 klappt das nicht so ganz, da hat man noch den Apple Pencil der ersten Generation mit Lightning. Das muss dann hier unten so zum Aufladen und Koppeln reingesteckt werden. Ja, irgendwie nicht ganz so geil, oder? Es geht dann natürlich aber auch noch weiter bei solchen Sachen wie Tastaturen. Man kann für das iPad Mini jetzt keine Tastatur bekommen. Über Bluetooth kann man welche anschließen, wenn man will. Aber beim iPad Air kann man zumindest diese sehr überteuerte Tastatur von Apple mit Trackpad drauf kaufen. Fürs iPad 9 gibt es nur dieses Ding hier. Ja, das ist ein bisschen wobbeliger und auch nicht ganz so nice in der Benutzung, sage ich mal. Aber das sind alles so Dinge, da kann man wirklich drüber hinwegsehen, wenn man sich den Preis anschaut. Ich meine, fast 200 Euro Aufpreis zum Mini, fast 300 dann zum iPad Air. Das ist fast doppelt so viel, wie dieses iPad sowieso schon kostet. Und ich glaube, dass es aus genau dem Grund eigentlich auch eine sehr, sehr gute Wahl sein kann. Denn das, was wirklich wichtig ist für einen iPad, nämlich iPadOS und ein schneller Prozessor, das hat man hier mit am Start. Ja? Man kann dieses iPad hier ganz entspannt benutzen. So. Das hat genügend Leistung für die meisten Dinge, die man machen will. Egal, ob es jetzt Zeichnen ist oder ob es Videoschnitt ist oder nur ein bisschen Gaming oder keine Ahnung was, vielleicht will man ja auch nur ein bisschen surfen oder auf YouTube abhängen. So, das kann dieses Tablet hier sehr, sehr gut und so viel iPad, sage ich mal, für den Preis zu bekommen, ist meiner Meinung nach wie vor unschlagbar. Die Frage, ob so ein iPad 9 für einen das Richtige ist, beantwortet sich also mit einem Blick in den Geldbeutel. Wenn man bereit ist, mehr Geld für ein besseres iPad auszugeben, dann bekommt man das definitiv im iPad-Lineup geboten. Ich meine, gerade dieses Mini macht mir echt viel Spaß irgendwie. Ich weiß nicht, hab mich sehr verguckt in dieses Ding. Aber wenn man weniger Geld ausgeben möchte, dann ist das hier wirklich eine sehr nice Alternative. Aber was ist eure Meinung zum iPad 9? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr da gerade dabei seid, könnt ihr mir auch gerne ein bisschen Feedback zu diesem Video dalassen oder dafür die Bewertungsfunktion nutzen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao!